transfer system sound board is activated and ready for the drive. Und damit herzlich willkommen zu einem Let's Test Train Simulator 2015. Heute mit der BA 7.001 von Fairsystem auf der Strecke Garmisch-Partenkirchen nach München mit der RB 5408. Und es ist eine sehr große Premiere für mich, hier heute, jetzt in dieser Sekunde euch dieses wundervolle Szenario zu präsentieren. Ja, man hört schon an meiner Stimme, ich bin sehr aufgeregt, weil es ist wirklich ein richtig geiles Szenario. Ich durfte schon Beta-Tester machen bei Fairsystem. Und ja, das wird fein. Erstmal natürlich braucht ihr die Strecke Garmisch-Partenkirchen von Steam. Jetzt kommt die Ansage. Achtung, am Gleis 2, ein Zug fährt durch. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. Ich wiederhole, am Gleis 2, ein Zug fährt durch. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. Ja, da schon mal die Durchsage, dass ein Zug durchfahren wird. Sehr schön. Also ihr braucht natürlich auf jeden Fall die Strecke Garmisch-Partenkirchen nach München von Steam. Da gibt es noch einen kleinen Hinweis. Fairsystem übernimmt keine Garantie für die Funktion auf der Strecke, wenn ihr von Drittanbietern irgendwelche Updates gedownloadet habt oder Patch. Da gibt es ja eine ganze Menge von Drittanbietern, PZB und hat man nicht alles gesehen. Da übernimmt einfach Fairsystem keine Garantie, dass das auf so welchen Rechnern läuft. Dann braucht ihr natürlich den Talent 2. Also die Baureihe 442 von Steam oder unter dem Spitznamen Hamsterbacke bekannt. Den gibt's auch bei Steam. Und natürlich, wer hätte es gedacht, das Szenario-Paket München-Augsburg von Train Team Berlin. Für die drei Sachen packe ich natürlich den Link wie immer unten in die Videobeschreibung mit rein. Genauso wie den Link für das Bordansagepaket 7.001 Folge 1. Also wir befinden uns hier in der Folge 1. Das Bordansagepaket kommt in zwei Teilen. Der zweite Teil kommt dann demnächst raus. Wir können erstmal oder dürfen heute erstmal nur den ersten Teil fahren. Und ja, da lassen wir uns mal überraschen, was uns hier so entgegenkommt. Hier wurde wieder eine ganze Menge KI-Verkehr von TTB verbaut. Einfach wieder, um die Performance des Rechners zu schonen oder zu verschonen. Klingt besser. So, jetzt haben wir Ausfahrt frei. Meine Damen und Herren, heute abweichend vom Gleis 3... steht zur Abfahrt bereit, RB 5414 nach Mittenwald. Bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ja, da war eben gerade die Bahnhofsansage für den Regionalexpress nach Mittenwald. Und es ist noch zu beachten, ganz, ganz wichtig, hätte ich beinahe fast vergessen. Es ist schon so wichtig, dass ich es fast vergessen hätte. Oh Mann. Wenn ihr gerne mit ZZA fahren wollt, was sich ja über Control 6 einstellen lässt bei der Hamsterbacke, dann müsstet ihr vorher im Bordansage, da wo man die Ansagen aussucht. Meine Damen und Herren, am Gleis 1 steht zur Abfahrt bereit RB 5408 nach München Hauptbahnhof. Bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ja, ich wollte jetzt nicht der Ansage ins Wort fallen. Natürlich meine ich im Soundboard. Jetzt habe ich es. da müsstet ihr die Hotkeys ändern, denn auf Control 6 liegt nämlich auch das Vorspulen der Ansagen und ja, dann, das müsstet ihr dann einfach ändern, einfach da draufklicken auf den Button und dann habt ihr das. So, und jetzt gibt es Abfahrt
aus dem Bahnhof Garmisch-Partenkirchen. Ihr habt dann, oder ihr findet dann noch im Bordansagepaket ein Update von Fairsystem für das Licht. Also wenn wir jetzt hier gleich das Spitzsignal anmachen, dann sehen wir, das Licht wurde verändert, der Lichtkegel. Und ja, das hat natürlich Fairsystem erstellt oder gemacht. Und das finde ich auf jeden Fall super. Ja, dass auch Fairsystem solche Sachen in Angriff nimmt. Nichts ist unmöglich für die lieben Kunden. So, jetzt dürfen wir hier 100. Da fahren wir natürlich schön gepflegt. Nicht zu schnell an. Das Licht-Update befindet sich mit zusammen in dem Bordansagepaket drinne. Ganz einfach aus dem Grund, Fairsystem hat festgestellt, dass der Lichtkegel... Fahrgäste, im Bahn der DB-Regio begrüße ich Sie in der Regionalbahn 5408 auf dem Weg von Garmisch-Partenkirchen nach München Hauptbahnhof über Murnau, Turzing und München-Pasing mit Halt an allen Unterwegsbahnen. Ich wünsche Ihnen nun eine angenehme Fahrt. Und wenn nächster fahrplanmäßiger Halt ist, fahre ich an. Ja, da die Ansage von unserer lieben Lokführerin, die heute die Ansagen hier machen muss, weil das Sprachausgabegerät den Geist aufgegeben hat, ein Hoch auf die Technik, die dann doch nicht funktioniert. Ja, so, was ich sagen wollte mit dem Lichtkegel. Das Update gibt's einfach dafür, weil der Lichtkegel von Steam war einfach so eingestellt, dass die Bäume zu sehr bestrahlt wurden. Und auf die Gefahr hin, dass die Bäume dann Krebs bekommen wegen der Bestrahlung, wurde eben halt der Lichtkegel geändert. Nee, Spaß beiseite. Ja, eben halt einfach aus dem Grund, weil der Lichtkegel wirklich die Bäume sowas von angestrahlt hat, oben in der Krone, in der Baumkrone, und das sah so unrealistisch aus. Deswegen bekommt ihr da kostenfrei das Update dazu, für den Lichtkegel. Erreichen wir den Bahnhof Harchand. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben. Bitte beachten Sie beim Aufsteigen auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Der Aufstieg ist in Fahrtrichtung links. Natürlich gibt es dann auch das große Highlight kurz vorm Bahnhof München, also zwischen Pasing und München. Also bloß nicht abschalten, guckt das Video ruhig bis zum Schluss. Das ist echt der Wahnsinn, was da alles passieren wird. Und ihr seht schon, ich bremse auch nicht mit der Elektrobremse, weil ich finde die total, also weiß nicht, da hat der Zug einen Bremsweg wie ein Hochhaus. Ich bremse hier schön mit der Pneumobremse runter. Wenn man so langsam ein Gefühl für die bekommen hat, dann ist das schon echt eine Bombenbremse. Da kann man dann auch ruhig schon mal mit 60, 70, auch wenn die Bahnsteigkante ein bisschen länger ist, so wie zum Beispiel im Pasing oder so, da kann man dann auch schon mal mit 80, 90 an die Bahnsteigkante ran donnern. So, hier haben wir ein haltzeigendes Hauptsignal. Da müssen wir natürlich davor anhalten. Sollten wir zumindest. Wäre wünschenswert. Sonst gibt Stress mit dem Arbeitgeber. Ich glaube, die Westfalenbahn sieht das nicht so gerne. Und dann haben wir hier auch schon die erste Zugbegegnung. Machen wir die Türen auf. Und ich freue mich wirklich so, euch das Szenario zu präsentieren. Ist es wirklich so geil. Ich könnte es rauf, runter fahren, rechts, links, geradeaus, vorwärts, rückwärts. Es ist total geil, wirklich. Also, was da wieder Fairsystem geleistet hat, das ist der Wahnsinn. Und natürlich
auch das große ja, Highlight ist natürlich, dass es zum Taschengeldpreis ist. Das ist natürlich, also wenn ich da sehe, dass da so ein Szenario für 3 Euro noch was raushauen wird und was für eine Arbeit dahinter steckt, dann echt, da ziehe ich nur den Hut vor. Finde ich total geil, wirklich. So, jetzt sehen wir schon, hier fängt es an zu regnen. Also auch die Auswahl des Wetters spielt hier eine sehr große Rolle. Wir haben nicht nur Sonnenschein, sondern hier ist Abwechslung geboten. Total der Hammer. Wahnsinn, richtig geil. Wir sehen den Schatten vom Scheinwischer, die Schatten von den Regentropfen. Ich bin sprachlos. Wirklich. So, und jetzt haben wir hier Aufenthalt bis 13 nach. Achso, ganz wichtig noch zu erklären, der Fahrplan ist so angelegt, dass er jetzt zum größten Teil bis Murnau richtig straff einzuhalten ist. Und im Murnau, selbst wenn ihr mit PZB fahrt oder mit SIFA, ich sag mal so, eine Zwangse kann man verkraften. Also es gibt gewisse Bahnhöfe, ich glaube Murnau, Tutzing und Pasing, wo man ein bisschen die Verspätung reinholt. Das ist ja auf jeden Fall sehr gut mitbedacht. Denn die Strecke ist ja noch so ein bisschen... Da gibt es ja so Differenzen mit der PZB und mit der SIFA. SIFA natürlich bei dem Zug ist es eben halt so, dass die SIFA auch während des Stehens im Bahnhof gedrückt werden muss. Und ich zum Beispiel, ich komme da überhaupt nicht mit klar. Weil ich bin es eben halt einfach gewohnt, die SIFA während der Fahrt nur zu drücken. Das ist einfach schon fest drinne bei mir im Kopf. Und ja... Und mit der PZB, gut, wisst, könnt ihr sicherlich selber euch ein Bild machen, mal mit PZB fahren, da gibt's Zwangsbremsungen, obwohl es gar nicht, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Und das ist natürlich nicht so gut. Ja, und wir sehen hier ein Dosto-Zug, die dürfen bis nach Garmisch-Partenkirchen fahren. Danach kommen Tunnels, einfach die zu tief sind für die Dostos. Also hier auch sehr wunderbar umgesetzt, die Dostos kommen mit dem TTB Szenario-Paket München-Augsburg. Das wurde hier wieder verwendet aus demselben Grund wie auch in den Szenarios zuvor. Einfach weil TTB wirklich den Unterschied hat zwischen KI-Fahrzeugen und stehenden Fahrzeugen. Und somit wird einfach die Performance vom PC wirklich echt verschont. Und ich sag mal so, wenn ihr München Hauptbahnhof 2 Wagen hinstellt von Aerosoft oder so, dann merkt ihr schon richtig, wie der PC stottert. Und also gerade in München, da ja München nun ein großer Bahnhof ist, und da will man natürlich dann auch ein bisschen was präsentieren. Und ich merke schon, ich laber zu viel. Wir hatten nämlich schon Abfahrt, oder haben jetzt Abfahrt. Und da einfach der Bahnhof so groß ist, und man möchte ja nicht irgendwie nur 3 Wagen da hinstellen, sondern richtig schön den Rangierbahnhof voll klatschen, die Abstellkammer, Wahnsinn. Ja, und deswegen natürlich hier das den KI-Fuhrpark von TTB, da der eben halt die Performance des Rechners verschont. Und es betrifft natürlich nicht nur jetzt die Originalfahrzeuge von Aerosoft. Ich habe ja eben gerade gesagt, ne, wenn man Fahrzeuge von Aerosoft, sondern wir werden es auch merken, wenn uns Gegenzüge, also Hamsterbacken uns entgegenkommen, dass der PC manchmal ein bisschen stockt. Also es liegt einfach nur an den originalen Fahrzeugen. Die Hamsterbacke kommt ja von DTG, ne? Und das nimmt schon echt Performance weg von dem Rechner. Und nicht jeder hat ja leistungsstarken Rechner, sage ich jetzt mal, wie ja, wie einige von euch sicherlich leisten können. Und ja, TTB ist eben halt einfach für KI sehr gut ausgelegt, da wir eben halt hier unterscheiden können zwischen KI-Wagen und ST-Wagen, also statisch Wagen. KI-Wagen verfügen dann über Sound, wenn sie an uns vorbeifahren, und ja, der stehende Verkehr eben halt nicht. Der hat keinen Zaun, der ist nur zum... als Deko, sagen wir es mal so. Hört sich besser an. So, wir erreichen jetzt unseren nächsten
Alt, Oberau. Müssen wir jetzt auf 60 runterbremsen. Und auch abbremsen. Lässt sich wunderbar mit der Pneumobremse. Also ihr könnt da richtig schön so mit 70 an Signal runterfahren, langsam zufahren und dann so 500 Meter dann den Rest runterbremsen. Wir den Bahnhof Oberau auf Gleis 1. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben. Achten Sie bitte auch auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Der Aufstieg ist in Fahrtrichtung links. Ja, wunderbar, hier die Ansage nochmal von unserer Lokführerin, die uns auch hier oder die Fahrgäste darauf hinweist, dass sie auf den Höhenunterschied zu achten haben. Das ist gerade bei so kleinen Bahnhöfen ist das immer so ein bisschen so eine Sache. Da sind die Bahnsteigkanten manchmal ein bisschen tiefer als der ganze Zug. Und da bringt es einem auch nichts, wenn es ein Niederflurzug ist. Und wir haben natürlich hier auch wieder die Ansagen verbaut von Fairsystem. Das ist ja... Bei Fairsystem wird das Ganze ja... audio-digital gemastert, so rum. Mensch, jetzt bringe ich hier schon die Wörter durcheinander. Audio-digital gemastert. Das heißt also, hier wird nicht einfach irgendjemand aufgenommen, der da was ins Mikro blubbelt und dann zack, husch, husch, da ins Szenario rein. Nein, sondern hier wird richtig Arbeit geleistet, Fleiß und es ist echt geil. Es macht sich wirklich bemerkbar. So, und hier sehen wir zum Beispiel schon das Beispiel, hier kommt uns jetzt eine Hamsterbacke entgegen und wir sehen schon, wie, dass der PC schon ganz schön am Machen ist. Und da bringt's natürlich echt gut, wenn man hier dann den KI-Verkehr von TTB verbaut. Und ich find's echt richtig geil, wirklich. Auch so mit den Ansagen, das ist ja richtig geil im Studio aufgenommen, mit guter Technik, also nicht irgendwie so ein, was weiß ich, Mikro, was man bei Real für 30 Euro bekommt, sondern richtig schon gutes Werkzeug. Und ich finde, das hört man. Und das ist richtig toll, wirklich. Also echt Wahnsinn. Also ich kann für mich sagen, wirklich, ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Fairsystem gemacht. Und wenn ich mir dann, ich will jetzt nicht den anderen irgendwie den Ruf ruinieren, aber wenn ich mir dann so andere Ansagen anhöre von, keine Ahnung, X, Y und Z, dann muss ich mir schon manchmal echt an den Kopf fassen und denke, dafür noch Geld zu bezahlen, das ist, selbst umsonst ist es noch zu teuer. Und da ist man natürlich bei Fairsystem dann echt in guten Händen. Hier bekommt man wirklich zum kleinen Preis richtig geile Qualität. Und ich hatte auch diesmal hier bei dem Szenario das große Vergnügen, da über die Schulter zu schauen. Und es ist echt Wahnsinn, wie die Zeit da ins Land geht, bis überhaupt erstmal so ein Szenario fahrbar ist. Ja, also es vergehen wirklich einige Tage für das Szenario, für die Ansagen. Also ich sag mal so insgesamt kann man so mit einer Woche rechnen. Und ich sag mal so, wenn man jetzt so ein Szenario fährt, ne, dann merkt man auch richtig, dass da nicht irgendwelche Leute hinter Fairsystem sitzen, die irgendwie das Geld haben wollen, sondern wirklich die Ahnung davon haben. Wirklich Leute, die die Ahnung von der Eisenbahn haben, die, sag ich jetzt mal auch, Rat von anderen Lokführern und so einholen. Wie ist das? Wie ist das? Und wie hört sich das an? Und so. Und das ist schon echt geil. Und natürlich ganz großen Wert wird hier auf die HD Master Qualität gesetzt. Und ja, ist echt eine wunderschöne Strecke hier. Zum größten Teil eingleisig bis Tutzing. Und dann ab Tutzing zweigleisig nach Pasing runter.
und dann weiter nach München. Wie ihr auch jetzt gerade seht, ich fahre ohne Tempomat, also den kann man einstellen. Auf der Hintour nach München, ja, kann man machen. Wer es unbedingt machen möchte, kann das gerne tun. Wirklich, es entsteht da kein Verlust an Zeit. Aber auf der Rücktour empfehle ich es nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel schon bei der Ausfahrt München, wenn wir dann zwischen München und Pasing über die Brücke fahren, man darf dann 120 und der Zug kommt gar nicht aus dem Knick. Also das ist echt, weiß ich nicht, da... Vielleicht lässt sich das ja mit einem Patch oder so beheben. So, jetzt war ich ein bisschen am Träumen gewesen und hab zu spät abgebremst. Hier erreicht in Kürze unser nächsten fahrplanmäßigen Halt Eschenlohe auf Gleis 1. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges auf Ihr Reisegepäck. Achten Sie bitte auch auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Deswegen sind wir eben gerade ein kleines Stückchen zu schnell gefahren, aber... Das macht nichts. Wir halten uns jetzt an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h. Das ist gar nicht so einfach ohne Tempomat hier. Wir müssen ein bisschen abbremsen. Ja, und wie ihr auch eben gerade gehört habt, an der Ansage hier wurde die neue Stimme von Fairsystem verbaut. Das ist die Ann-Kathrin. Und da wird es auf jeden Fall noch weitere Szenarios mit der tollen Stimme geben. Und das finde ich auf jeden Fall echt super. Das ist wirklich geil. Die hat eine echt gute Stimme. Und da freue ich mich schon richtig auf weitere Szenarios. Soweit ich da auch informiert bin, möchte unsere Sprecherin hier, also die Ann-Kathrin, auch ein Praktikum im Radio machen. Und ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare drunter schreiben, was ihr davon hält, ob ihr euch das mal so vorstellen könnt, diese Stimme auch im Radio zu hören. Das wäre vielleicht mal ganz interessant zu erfahren und dann bekommt sie von mir den Link für das Video und dann sieht die Sprecherin also auch eure Kommentare und ja, da wird sie sich bestimmt freuen, wenn sie das sieht und da positive Rückmeldung bekommt. Also ich finde nach wie vor, sie hat wirklich das Zeug dazu, ist wirklich eine gute Ansage. Das ist ja auch gar nicht so einfach, da mal so eine Ansage aufzunehmen in so einem Studio. Also da gehört schon eine ganze Menge dazu. Weil wie ihr ja wisst, ich habe ja auch mal persönlich Ansagen für eigene Szenarios gemacht. Und ich sag mal so, man hat dann immer noch im Hinterkopf so, ja Mensch, da hören dann doch mal eben so 100 Leute zu oder so. Da wird man dann doch schon ein bisschen nervös. Und ich finde, die Ann-Kathrin, die hat da ganz gut ihre Sache gemacht. Auf jeden Fall. So, wir dürfen jetzt hier 110 fahren. Fahren wir ein paar km/h zu schnell. Das wollen wir natürlich nicht hier. Das passiert natürlich ziemlich schnell auf der Strecke, weil es geht wirklich echt bergab. Und da muss man schon aufpassen.
So, jetzt müssen wir gleich auf 80 runterbremsen. So, jetzt bekommen wir hier das Vorsignal für die 80. Und man sieht echt schon, man muss wirklich, also die Pneumobremse lässt sich ja mit der Apostroph-Taste und mit dem scharfen S betätigen. Und man muss da schon echt aufpassen, dass man wirklich nicht zu hart die Bremsen drückt. Oder die Taste mehr oder weniger. So, jetzt fahren wir hier durch Ohlstadt durch. Diesmal halte ich nicht an. Ich habe ja gesagt, ich habe ja auch die Beta-Tester hier gemacht auf der Strecke. Und mir ist es jedes Mal passiert, dass ich durch diesen blöden Bahnhof durchgefahren bin. Weil auf der Rücktour von München nach Garmisch-Partenkirchen ist hier Halt vorgesehen. Auf der Hintour nicht. Das ist also auch so im Originalfahrplan. Und ach, da kommt man immer durcheinander, wenn man in den gleichen Zug fährt und dann, naja, wie gesagt, der Fahrplan ist ja nicht so eng angelegt und von daher, wenn man da jetzt aus Versehen hält, dann ist das nicht weiter dramatisch. Aber trotzdem auch nochmal hier der Hinweis, bevor wieder tolle Kommentare auftauchen. Trotzdem ist das Szenario fiktiv. Das möchte ich dann doch nochmal hier an der Stelle sagen. Da macht man ja immer so seine Erfahrungen mit, dass es dann gewisse Leute gibt, die dann drunter schreiben, das stimmt aber nicht und da, was weiß ich jetzt hier zum Beispiel, da fährt aber nicht nur die Hamsterbacke, sondern auch andere Regionalzüge. Ja, wie gesagt, es ist fiktiv. Es kann sein, muss aber nicht. Wobei, also, ich gehe davon aus, dass hier original auf der Strecke die Hamsterbacke fährt. Soweit wie ich da informiert bin. Aber mit dem Fiktiven ist hier einfach auch gemeint, dass es Abweichungen gibt, die sich einfach nicht vermeiden lassen. Das ist dann eben halt manchmal einfach so. Das ist bestes Beispiel ist da zum Beispiel die Strecke Hamburg-Hannover. Da kann man nicht im Originalfahrplan fahren, weil das wird dann einfach so knapp mit dem mit dem Fahrplan. Aber hier ist eben halt einfach Abweichungen auch vom Fahrplan, so wie zum Beispiel der Zug. Wir sind jetzt ab Garmisch-Partenkirchen gestartet. Das macht natürlich der Originalzug nicht. Der fährt so weit wie ich weiß ab Mittenwald oder so. Und kurioserweise, also ich kann hier oben, wenn ich im Editor die Orte suchen kann, kann ich mitten im Wald suchen. Aber ist eine gähnende Leere. Und hier wunderbar ein Kesselzug aus dem Szenario-Paket München-Augsburg von TTB. Wahnsinn, wir hören diesen geilen Sound. Hammer, einfach nur der Hammer. Und wenn man sich so überlegt, dass das Szenario-Paket nur 24,95 € kostet und was da alles drinne ist, boah, Leute, da könnt ihr bauen. Das ist echt Wahnsinn. Da ist angefangen von ICE 1 bis zum ICE-T und 218er, einmal mit Kuppelhaken, einmal mit Scharku, mit Lätzchen und mit dem jetzigen Verkehrsroutenanstrich. Da sind Silberlinge drin. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich sage mir auch irgendwo, ich bin ja so ein großer Fan von alten Zügen. Und warum soll ich mir extra Silberlinge kaufen, wenn sie im TTB-Paket mit drinne sind? Gut, eins ist das Negative, ist eben halt, man hat keine Fahrgastansicht.
bei den Wagen von TTB. Aber Mensch, meine Hüte, wenn jemand als Fahrgast mitfahren will, dann kauft man sich eine DB-Fahrkarte oder sonst irgendeine Fahrkarte mit dem Zug. Wir sind hier, um im Führerstand zu sitzen und zu fahren. Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir den Bahnhof Murnau auf Gleis 1. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben. Sie haben Anschluss an die Bayerische Regiobahn. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Ja, hier einmal das haltzeigende Signal. Wir müssen jetzt hier im Bahnhof Murnau einen kleinen Stopp einlegen, also auch fahrplanmäßig, aber eben halt, wir haben hier ein rotes Signal. Und hier wunderbar über der Brücke fährt der MINT-Zug. Mit einer 143 und alten MINT-Wagen. Wahnsinn, der Wahnsinn hier. Echt super geil. Trotz, dass die Strecke eingleisig ist, wird hier wirklich drauf geachtet, wo kann welcher Zug platziert werden. Echt super geil, wirklich. Wie ein Schweizer Uhrwerk hier getimed. Wahnsinn. Wahnsinn. So, jetzt sind wir hier in Murnau. Ups, das war ein bisschen zu doll, die Bremse gedrückt. Und da seht ihr dann die Wirkung. Der geht sofort auf 100% und dann... Alter Schwede, steht der. Aber richtig. So, jetzt... Schön hier am Bahnsteig anhalten. Müssen wir natürlich, wollen wir natürlich, ne? Ja, schaffen wir, packen wir. Zack, wunderbar, perfekt. Ich bin begeistert von mir selbst. Machen wir die Türchen auf. Ich betone das immer so. Türchen auf. Wie so ein alter Ossi. Da fällt mir wieder ein, der Witz hier. Was war das meistverwendete Wort an der ostdeutschen Grenze? Ja, wer kommt drauf? Na, Gänsefleisch. Und warum? Gänsefleisch morgen Köfferö im Öfen mache. Das ist echt gut. Aber nichts gegen Ossis. Sind wirklich ganz super nette Menschen und, ich habe selber da mal in Wernigerode gelebt für eine längere Zeit und wirklich sind echt super gute Menschen da drüben. Da kommt ein Gegenzug von uns aus München. Ja, leider lässt sich hier bei der Hamsterbacke im KI-Verkehr nicht die ZZA einstellen. Das ist so das einzige Negative. Aber sonst ist das echt ein feiner Zug. Wie gesagt, gut, okay, das mit der PZB, gut, das liegt ja an der Strecke. Aber mit der SIFA, das ist so ein Ding. Gut, jetzt weiß man nicht, ob das im Originalen ist. Müsste man sich mal beim Lokführer erkundigen. Werde ich auf jeden Fall mal machen, wenn ich jemanden... Vielleicht ist ja auch jemand da draußen, der gerade zuschaut, der original die Kisten fährt. Die fahren ja in Bayern und in, wie hieß es, Leipzig. Da fahren sie ja auch schon als S-Bahn-Verkehr. Wenn da jemand Ahnung hat, dann mal ruhig in die Kommentare drunter schreiben. Interessiert mich wirklich, ob das so original ist. Mit der SIFA. Dass man die auch während des Stehens im Bahnhof drücken muss, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ist ja nie so bei der Bahn, oder? Na gut, schauen wir mal. So, jetzt hier. Ausfahrt mit 60. Wir beschleunigen natürlich ganz piano. Sonst ruckelt das und schaukelt hier im Zug. Und die Fahrgäste denken, sie haben sich eine Fahrkarte für die Achterbahn gekauft. Ja, aber so im Großen und Ganzen ist echt ein wunderbarer Zug. Und ich fahre den total gerne. Also wirklich, ist echt gut. Wie gesagt, wenn man das vielleicht noch so mit einem Patch oder so beheben könnte, dann wäre das der geilste Zug, den Train Simulator jemals hatte. Oder hat. Sagen wir es mal so rum. Wir haben auch eben gerade gesehen, als uns der Zug entgegengekommen ist, dass hier beim Szenariobau wirklich auch darauf auf die Sekunde genau geachtet wird, wann darf der Zug in diesen Bahnhof reinfahren und wie darf er es, also hier wird auch die Geschwindigkeit angepasst, ja, man kann ja im Editor das Ganze einstellen, wie schnell der Zug in den Bahnhof reinfahren kann und
Ja, ist echt Wahnsinn. Und wenn man so überlegt, dass nur zwei Leute hinter Fairsystem setzen, einmal für die Softwareentwicklung und einmal derjenige, der da die Szenarios baut, die Bordansagen digital Audio mastert und die Szenarios überhaupt erstmal herstellt, der die Ideen hat, ja, überhaupt was wollte ich jetzt sagen? Bin ich voll aus dem Konzept, hab einen Faden verloren. Auf jeden Fall die Szenarios erstellt und da wirklich sich Gedanken drüber macht, wie kann man so ein Szenario aufbauen, was soll da drinnen passieren und Wahnsinn, geil. Die Jungs von Fairsystem, einfach nur Wahnsinn, ich zieh den Hut vor euch, wirklich richtig geil. Und ja, die Jungs sind einfach nur echt klasse. Wahnsinn, wirklich. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Ufing am Staffelsee auf Gleis 1. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges auf Ihr Hand- und Reisegepäck. Der Aufstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Jetzt, Moment, ich komme gleich drauf. Genau, als dieses Szenario entstanden ist hier, da hatte ich die große Ehre, die Jungs mal von Fairsystem kennenzulernen. Und das sind echt wirklich super nette Typen. Total der Hammer. Und die sind wirklich total locker drauf und sympathisch, definitiv. Ja, sind schon echt cool drauf. Das ist schon auf jeden Fall richtig gut. Und man merkt das natürlich auch, wenn man irgendwie, sag ich jetzt mal, sich ein Szenario von denen kauft. Man hat damit irgendwelche Probleme, die sind sofort zur Stelle und gucken, wie man wirklich den Kunden am besten helfen kann. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn und in der heutzutage Zeit sehr selten. Man erlebt es dann doch eher zu oft, dass dann einfach irgendwelche Sachen verkauft werden und naja. Den Stress hat dann letztendlich der Kunde. Und hier bei Fairsystem wird wirklich, da trifft der Satz noch zu, Kunde ist König. Und wirklich Wahnsinn, die Erfahrung durfte ich auch machen. Ich hatte damals mal, kann ich ja euch ganz offen und ehrlich sagen, ich bin ja noch nicht so der Technik-Freak. Ich hatte damals mal ein Problem mit dem Soundboard, der hat bei mir die Ansagen nicht gefunden. War ein Fehler von mir, war der falsche Pfad eingetragen. Und daraufhin habe ich erstmal gegoogelt, wie kann ich das Ganze beheben und bin da nie so wirklich drauf gekommen und habe dann einfach mit einer E-Mail bin ich dann in Kontakt getreten mit Fairsystem, habe denen das gesagt, dass ich da Probleme mit habe und da wurde sofort gleich gesagt, hier telefonieren und Teamviewer runterziehen und dann machen wir das und das ist echt Wahnsinn, dass sich da die Zeit genommen wird und ja, um wirklich den Kunden zu helfen. Das ist auf jeden Fall geil und wirklich auch mal nennenswert, das zu sagen. So, jetzt fahren wir hier aus dem Bahnhof Hugelfing. Das sind echt komische Namen hier. Hugelfing, Ufing am Staffelsee. Sehr einfallsreich hier, die Namen der Bahnhöfe. Ja, und dadurch, dass ich jetzt eben gerade so viel von Fairsystem erzählt habe, denkt jetzt wahrscheinlich wohl der ein oder andere, naja, der wurde doch von Fairsystem bezahlt dafür, dass er das sagt. Nein, um Gottes Willen, ich mache das natürlich hier ganz neutral und wenn ich jetzt hier was Schlechtes oder was nicht so Tolles sehen würde, würde ich das genauso euch mitteilen und sagen. Also, ich bin da ganz neutral und ich lasse mich auch für sowas nicht kaufen. Das ist... Ich bin unbezahlbar. Jetzt dürfen wir hier 140 fahren. Und wir liegen echt gut in der Zeit. Also wirklich richtig geil. Der Fahrplan ist ganz locker gestrickt und
ist auf jeden Fall cool. Hier wird auch richtig drauf geachtet, dass jeder Eisenbahner fährt anders. Ne? Sag ich jetzt mal, wenn ein originaler Lokführer vorm Rechner sitzt, der fährt natürlich ganz anders wie, sag ich jetzt mal, ein Laie, der das Spiel einfach nur fährt, weil es ihm Spaß macht. Mal wieder aufpassen, jetzt hier gleich auf 100 runterbremsen, muss ich mich kurz konzentrieren hier. Zack. Ja, und dieses Szenario hat die Letzttestnote 1+ abgelegt. Es ist aber auch ein Szenario, was man ruhig nach dem Feierabend fahren kann. Also so ein bisschen zum Ausklingen, zum Entspannen. Ne? Und, ja. Und ja, wir werden es natürlich sehen, wenn das Szenario zu Ende ist, dann werde ich dann natürlich meine Meinung, meine Schlussmeinung, mein Fazit, werde ich dann natürlich auch verkündigen. Aber bis jetzt bin ich echt positiv überrascht von dem Szenario. Und ja, wir warten natürlich bis zum Ende. In Kürze unseren nächsten fahrplanmäßigen Halt Vogelfing auf Gleis 1. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, selbst als ich das Szenario im Beta-Test gefahren bin, war ich schon echt positiv überrascht, was da wieder aus dem Werk Fair-System entstanden ist. Ja, und jetzt sehen wir hier das beste Beispiel. Ich fahre jetzt mit 70 an die Bahnsteigkante ran, bremse natürlich ganz locker flockig mit 20% mit der Pneumobremse, also mit der Luftdruckbremse runter. Ups, das war die Leertaste. Und wir kommen trotzdem zum Stehen. Also ist echt, echt gut. Ich bremse total gerne mit der. Wir haben natürlich hier wieder Regen. Jetzt kommen wir hier langsam zum Stehen. Jawohl, wunderbar. Ja, wunderbar. Na ja, gut, halbe Sekunde jetzt zu spät. Na ja, das holen wir wieder raus. Ja, und auch hier nochmal der Hinweis, wie gesagt, ich war jetzt in den letzten Tagen sehr oft mit Fair System in Kontakt und die Jungs haben mir jetzt schon verraten, dass es wahrscheinlich wohl ein Update geben wird für das Cap. Aber da werde ich noch nicht verraten, was kommen wird. Also wie das Ganze aussehen wird. Wird natürlich kostenlos für die Kunden von Fair System sein. Und ja, da lasst euch mal überraschen, wie dann das Update aussehen wird. Und ich durfte das schon mal testen. Und ja, es ist natürlich echt der Oberhammer. Also wirklich, da könnt ihr richtig gespannt sein. Da wurde wieder was Feines, Feines, Feines hergestellt für die Kunden. Und ja, da fällt mir nur ein Wort ein. Hammer. Einfach nur der Hammer. Wirklich.
Und ich sag mal so, an so welchen kleinen Sachen, da merkt man natürlich, dass wirklich das Wort Service bei Fair System ganz groß geschrieben wird. Und ich sag mal so, jede Firma hat natürlich so ihren Leitfaden und ich kann mir gut vorstellen, dass Service oder Kunde ist König an erster Stelle steht in dem Leitfaden. Beziehungsweise vielleicht auch an zweiter Stelle, denn an erster Stelle wird sicherlich auch die Qualität verankert sein. Jetzt erreichen wir dann gleich Weilheim. Aber das bekommen wir natürlich auch gesagt von der Lokführerin. Aber die hat echt eine super geile Stimme, wirklich. Wahnsinn. Wahnsinn. Echt geil. Der totale Oberhammer. Oh, hier wunderbar ein kleiner Begegnungsbahnhof. Hier steht die Güterzucht drin, wartet auf unsere Durchfahrt. Ja, Wahnsinn. Auch hier richtig auf welches Detail geachtet wurde, dass der Panto, der richtige Panto oben ist. Es ist natürlich bei manchen Fahrzeugen, oder ich glaube sogar allgemein so, dass der erste Panto von der Lok oben ist, einfach wegen dem Funkenflug. Also durch Brandgefahr. Soweit ich da informiert bin, also ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Ich weiß nicht alles über die Eisenbahn, vielleicht einiges, aber wirklich nicht alles. Es gibt manche Sachen, wo ich wirklich noch selber sage, oh okay, hätte ich jetzt nicht gewusst. Also von daher. Ja, und hier nochmal die Ansage von der Lokführerin. Oh, das geht runter wie Butter. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, cool. Hier kommt uns ein Regionalexpress entgegen mit einer 143 und MINT-Wagen. Sehr geil. Auch in dem Szenario-Paket München-Augsburg von TTB enthalten. Sowie der gesamte KI-Verkehr. Bis auf jeden Fall die Hamster-Button. Die kommen von DTG. Jetzt muss ich eben gerade erstmal die Buchstaben sortieren. Ich hab's immer mit so welchen Abkürzungen. Es ist, so. Jetzt halten wir hier schön in den Bahnhof, damit die lieben Fahrgäste zusteigen können, aussteigen können. Und ja, ich kann euch noch einen Vorteil sagen von TTB. Letztendlich profitiert natürlich einfach der Kunde, weil manchmal ist es auch so, dass einfach bei Strecken auch der KI-Verkehr genommen wird. Also, was weiß ich, nennen wir jetzt zum Beispiel Steuerwagen in Mintgrün. Und den gibt es dann zum Beispiel, ist ja jetzt nur ein Beispiel, auf der Köblenz-Strecke. Und das entfällt natürlich hier einfach, weil dieser KI-Verkehr von TTB ja keine Strecke als Voraussetzung braucht. Also ihr könnt auch das Szenario-Paket Augsburg-München auf dieser Strecke verwenden oder auf der Strecke Hannover-Hamburg. Das ist völlig euch überlassen. Da ist der Kreativität keinen Freilauf gelassen. So rum. Also doch, es ist Freilauf gelassen. Heute habe ich es wieder. Menschens, Kinders. Und das Wichtigste ist natürlich,
am Ende spart ihm halt einfach der Kunde wirklich langfristig. Und das finde ich wirklich super, dass da Fair-System sich wirklich Gedanken drum macht. Das ist echt Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Denn wenn man so ein bisschen so die Szenarios von Fair-System so zurückverfolgt in die letzte Zeit, da war das ja am Anfang nicht so, dass da das Szenario von TTB verwendet wurde, den KI-Verkehr. Und da ist natürlich dann, ja, dann entsteht ihm halt einfach dieses Bild, falsches Bild von Fair System, dass man wirklich, sage ich jetzt mal, als Kunde erst das und das und das und das braucht, um dann letztendlich ein Szenario für 3,95 € zu fahren. Da ist natürlich dann auch immer so die Sache, so rentiert sich das oder rentiert sich das nicht? Und jetzt einfach dadurch, dass hier der gesamte KI-Verkehr von TTB kommt, rentiert sich das wirklich? Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ihr kauft, sage ich jetzt mal, dieses TTB-Paket und könnt damit langfristig wirklich sämtliche Szenarios von Fair System querbeet durchfahren. Und das ist natürlich echt gut. So, jetzt haben wir hier 110. Und ich sag mal so, TTB ist eben halt einfach jetzt die Zukunft des Szenariosbauers, wenn man so sagen möchte, weil es eben halt einfach, ja, die Performance vom Rechner verschont. So, 110 dürfen wir jetzt hier fahren. Und ich muss auch ehrlich mal sagen, wirklich, die Jungs von TTB machen wirklich sehr gute Arbeit. Es ist echt wirklich sehr gut. Und ja, ich kann das wirklich kaum in Worten fassen, weil hier wird auch wirklich auf die ZZA geachtet, auf dass die Fahrzeuge wirklich ihren Sound erhalten, ihren richtigen Sound, dass man wirklich hört, dass, zum Beispiel, wenn man jetzt im Bahnhof steht, so wie vorhin in Garmisch-Partenkirchen, dass man wirklich hört, dass da gerade eine 218er richtig losbrummt. Und ja, seien wir mal ehrlich, es gibt keinen schöneren Motorsound als den von 218er. Und das ist echt wirklich Wahnsinn. Und wir befinden uns da auch in einer sehr guten Detailgröße, denn wir haben ja eben gerade in Garmisch-Partenkirchen gehört, wenn die 218er anfährt, das richtige Knarren der Kupplung, ja, wie die Kupplung gespannt wird oder gestaucht wird, das ist echt Wahnsinn. Bombe, da fehlen mir wirklich die Wörter. Hier nochmal eine schöne Zugbegegnung mit Dosto Steuerwagen. Und ja, wenn man gerade vom Teufel spricht, da haben wir 218er von TTB. Richtig geil. Gibt es dann in, kurz überlegen, 4 Ausgaben von TTB. Einmal die 21857 mit Lätzchen, also eine etwas ältere Version, die ja bei der Bahn auch zum Einsatz kam. Dann die 218-200, schlag mich tot jetzt, mit dem normal verkehrsroten Lack und dem weißen Balken vorne drauf. Und dann eben halt nochmal 2 218er mit Charco-Kupplung. Die werden wir auf jeden Fall auch noch sehen, aber nicht heute und jetzt, sondern dann im zweiten Teil. Da werden wir sie auch sehen. Und ja, da möchte ich einfach noch nicht viel zu verraten, sonst nehme ich euch ja die Vorfreude weg. Und Vorfreude ist die beste Freude. Und ja, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen zu TTB, aber jetzt ist es mir entfallen. Oh,
Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ja, also wir haben auch vorhin, dann genau, jetzt weiß ich wieder. Wir haben auch in Garmisch-Partenkirchen gesehen, bei der Anfahrt dieses Regionalexpress, dass wirklich auch dieses Anfahrverhalten richtig dem Originalen entspricht. Da wirklich sofort, zack, bums, fährt der Zug. Sondern die kommt langsam im Gange, beschleunigt langsam. Und das finde ich schon echt Wahnsinn, top, top, wirklich. Einfach nur top. Das ist sehr original, sehr realistisch. Ja. So, mal kurz eben gerade das Klickern, was ihr gehört habt, das war mein Feuerzeug. Konditionsstäbchen. Eigentlich ist es ja so, im Führerstand ist ja auch Rauchverbot, aber welcher Lokführer hält sich da schon dran? Ich kenne da so ein paar Tricks, wie man das Ganze ganz gut bewerkstelligen kann. Zum Beispiel auf dem 648er, da wird dann einfach mal kurz so ein dickes, also so ein Lokführer hat ja diese dicken Schwarten hier, örtliche Richtlinien. Das wird dann mal kurz zwischen der oberen Deckenwand vom Führerstand und dem Fenster geklemmt, damit das Fenster aufbleiben soll. Und ja, dann wird eben halt geschnürt. Und der Fahrgast kriegt es letztendlich überhaupt nicht mit. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, nicht nur weil ich jetzt Raucher bin, habe ich da Verständnis für. So ein Lokführer, der sitzt 8 Stunden hinter dem Steuer, wo soll der mal bitte eine rauchen? Vielleicht gerade, wenn man mal nach 2 Stunden eine Stunde Pause hat und man ist wirklich den ganzen Tag alleine im Führerstand, also da habe ich schon Verständnis für. Und hier haben wir Bauarbeiter, die gerade an dem Zaun arbeiten. Das ist ja ganz wichtig, hier die Zäune. Gerade hier in Bayern. Und hier, boah, Wahnsinn, ich werd verrückt. Kurz vor dem Bahnhof Tutzingen, mitten in der Kurve, kommt uns hier eine Hamsterbacke entgegen. Wahnsinn, Wahnsinn. Bis auf die letzte Sekunde hier getimed, das Ganze. Und, boah, Wahnsinn. Ich kann euch wirklich sagen, ich bin da momentan selber dran, ein Szenario für euch natürlich wieder. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir den Bahnhof Tutzingen auf Gleis 1. Sie haben dort Anschluss an die Münchner S-Bahn. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben. Der Aufstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Und da kann ich euch sagen, das ist gar nicht so einfach, so eine eingleisige Strecke mit KI-Verkehr zu bestücken. Und ich werde mir natürlich da wieder von Fairsystem ein Stückchen abschneiden vom Kuchen. Natürlich dann wieder für euch das Beste vom Besten. Und ich finde es auch echt Wahnsinn, dass Fairsystem, sage ich jetzt mal so, mich da auch so ein bisschen unterstützt. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Finde ich gut. Ja, und hier auch wunderbar, hier auf dem Abstellgleis eine 423 von der S-Bahn München. Die haben ja ihr Start- und Endziel hier in Tutzingen. Und ja, jetzt beginnt das große Highlight hier auf der zweigleisigen Streckenabschnitt. Und oh Leute, ihr könnt gespannt sein, was uns da entgegenkommen wird. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist so geil. Naja, da beult sich was Bestimmtes bei mir gerade aus. Nee, Spaß beiseite. Bitte nicht ernst nehmen. Aber es ist echt Wahnsinn. Es ist wirklich geil. Das Szenario ist der Hammer. Hier auch eine abgestellte S-Bahn in Tutzingen und ein Güterzug, der gerade auf seine Ausfahrt wartet.
Ja, und das nächste Szenario wird dann mit Ansagen bestückt und für euch kostenfrei erhältlich sein. Und die Voraussetzung wird da die Vollversion sein vom Soundboard. Jetzt können wir mal hier so langsam zum Stehen kommen. Zack, dann machen wir die Türchen auf. Also wie gesagt, das nächste Szenario für euch ist in Bearbeitung. Wird natürlich wieder mit Ansagen bestückt und dazu braucht ihr dann den Teil einfach diesmal die Vollversion von dem Soundboard. Das werde ich natürlich dann noch im Let's Play, wenn ich es dann Let's Play, werde ich das genauer dann erläutern, warum, weshalb, wieso. Ja, und hier auch sehr schön, hier fährt gerade eine S-Bahn in Tutzing ein, sehr schön langsam. Echt Wahnsinn, Wahnsinn. Und ja, jetzt beginnt mein Lieblingsabschnitt, weil es zweigleisig ist, weil uns haufenweise Züge entgegenkommen werden. So. Und ja, ich hoffe einfach mal wirklich, dass das Lens-Test jetzt bei euch echt gut ankommt. Und ich bin wirklich so glücklich, euch das zu präsentieren. Ich mache das so gerne. Ja, ich bin gerührt und nicht geschüttelt. Und ich finde auch, die Strecke ist wirklich sehr reizvoll. Also Wahnsinn hier, die Landschaft. Ich finde, großes, schöne Highlight hier an der Strecke ist der Bahnhof Starnberger See. Das ist ein sehr schöner Bahnhof an dem See Starnberg, so heißt der See. Und es ist echt wirklich sehr realistisch, sehr schön. Ich durfte damals mal eine Woche auf dem Watzmann verbringen und es ist wirklich eine sehr schöne Landschaft, auch im Original mit Bergen und Flüssen und Wahnsinn, richtig geil. Und ja, das war zu dem Zeitpunkt, wo gerade wie nennt man das jetzt, Alpenabtrieb, irgendwie so nennt man das, da werden dann die Tiere richtig schön geschmückt, die Kühe, die Pferde, und dann ziehen die da durch die durch die kleinen Dörfer. Es ist wirklich echt Wahnsinn, richtig geil. Und ja, großes Highlight war bei diesem Besuch auf dem Watzmann war halt einfach gewesen, dass die Bauern einfach ihre Tiere frei rumlaufen lassen. Ja, wenn die von der Weide runterkommen, die kommen selbstständig von der Weide runter. Die wissen den Weg zum Stall und das finde ich total geil. Und da marschieren dann eben halt die Tiere dahin. Und ja, eben gerade hatten wir eine schöne Zugbegegnung mit dem IC und wir werden uns jetzt mal die Hamsterbacke bei der Vorbeifahrt angucken. Voila, hier wunderschön in der Kurve. Wahnsinn, wie geil das aussieht hier. Da können wir ruhig mal das Hörnchen drücken. Der Zug verfügt über eine hohe und eine tiefe Pfeife. Und, dürfen wir gleich 120 fahren. Ja, Wahnsinn, auch hier die Kurvenlage von dem Zug. Richtig geil hier mit Kurvenüberhöhung drinnen in der Kurve. Wahnsinn, total geil. Hier rauschen wir jetzt durch den Bahnhof durch. Das ist eine Haltestelle von der S-Bahn München. Und jetzt geht's gleich los hier mit 120. Über die Piste, kurz vor München-Pasing dürfen wir dann sogar 160 fahren. Und alter Schwede, wird man ganz schön durchgeschaukelt hier auf dem Zug. Also mit Kaffee trinken ist da nicht viel. Den verschüttet man sich nur über die Hose. Dann kann wenigstens der Lokführer sagen, er ist ein heißer Lokführer. Hahaha, Füße hoch, Flachwitz. Ja, ich habe heute Morgen wieder einen Clown gefrühstückt. Nee, ich habe einfach nur gute Laune. Wenn ich dann natürlich noch so ein Szenario fahre, dann geht natürlich der gute Launepegel noch weiter nach oben.
Ja, und hier kommt uns ein Güterzug entgegen, beziehungsweise ein Schadzug mit mehreren Lokomotiven dran. Wahnsinn hier, paar grüne 151er. Richtig geil, kommt er uns da einfach so entgegen. Aus dem Nichts, kurz nach der Kurve. Wahnsinn. Richtig Wahnsinn. Ja, und jetzt sind es nur noch 25 Kilometer bis Pasing. Das heißt, wir gehen jetzt schon so langsam auf die Zielgerade zu. Vorher natürlich dann noch der Abstecher am Starnberger See. Den werde ich natürlich euch nicht vorenthalten. Da werden wir dann mal die Kameraperspektive 2 wählen. Und dann schön genießen, wie der Zug da schön langsam mit 60 durch den Bahnhof durchtockelt. Ja gut, was ich gerade hier nochmal merke, ist, sind die Bahnübergänge-Sounds. Bahnübergänge-Sounds, finde ich realistisch, diesen Warnton, ist klar, aber nicht so laut. Also ich bezweifle es, dass man das im Führerstand so laut hört. Und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Wahnsinn. Und ja, wirklich, das Szenario ist echt der Wahnsinn. Und hier auch wirklich nochmal erwähnt, das Fairsystem da keine Garantie auf die Lauffähigkeit Garantie gibt, wenn ihr euch Updates oder Patches vom Drittanbietern heruntergezogen habt. Das ist natürlich immer so eine Sache. Das ja, macht natürlich Fairsystem nicht nur einfach so, sondern es ist eben halt einfach nicht anders machbar. Weil wie gesagt, da gibt es keine Garantie für, dass es läuft. Es kann sein, dass es funktioniert. Es muss nicht sein. Also, ja. Also im Einzelnen kann es da zu Problemen im Fahrplan kommen. Warum auch immer. Weil wohl von Drittanbietern auch die Strecke mit anderen Geschwindigkeiten bestückt wurde. Und es kann eben halt auch mit dem Fahrplan vom KI-Verkehr dann zu Problemen kommen natürlich. Und ja, da müsste man eben halt einfach mal gucken, wie das laufen wird sollte. Aber ich sag mal so, ich bin sowieso nicht so ein Freund Updates oder Patches von Drittanbietern. Ich will das jetzt nicht so verallgemeinern. Es gibt wirklich Patches, die sind gut, oder auch Updates, die sind wirklich sehr gut gemacht von Leuten, die Ahnung haben. Aber ich habe eben halt auch schon die Erfahrung gemacht, ein Update von irgendwelchen Leuten, die der Meinung sind, sie hätten große Ahnung. Ach so, hier, fast vergessen, das ist Starnberg, hier der See, total der Hammer, richtig geil, schön gemacht mit Schiffen, den durchfahren wir jetzt hier. Und wo war ich stehen geblieben? Genau, und ich habe eben halt einfach die Erfahrung auch gemacht, dann werden irgendwelche Patches und Downloads rausgegeben, wo man sich erstmal 20 verschiedene Downloads runterladen muss, um erstmal überhaupt ein Produkt zu haben. Und ich finde einfach, das ist gerade hier No-Go. Ja, muss ich ganz ehrlich jetzt mal wirklich sagen. Und da bin ich auch wirklich enttäuscht drüber. Weil, ich sag mal so, ich als Nutzer von Train Simulator möchte es doch sehr einfach haben. Ich möchte nicht erst 35 Links anklicken, um dann die Strecke perfekt zu fahren. Muss ich ganz ehrlich sagen, dann nehme ich lieber die Strecke so in Kauf, wie sie rauskommt. Und es ist eben halt einfach wirklich die Frage, ja, mit der Garantie, ja. Wer gibt mir die Garantie, dass dieses Update wirklich auf meinen Rechner läuft? Wer gibt mir die Garantie, dass trotz, dass ich Windows 8.1 habe, dass das Update auf meinen Rechner funktioniert? Und, das ist eben halt einfach so eine Sache. Und ich sag mal so, wenn Updates über Steam kommen, dann hat das schon so seine Gründe und seine Sachen. Und
wenn man dann, wenn es dann ein Update gibt von Steam und man hat Updates von Drittanbietern, dann kann es zu erheblichen Problemen kommen. Das ist, ja. Ich meine, wie gesagt, es gibt Leute, die machen wirklich sehr gute Updates. Wirklich sehr gut. Nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt auf der Strecke Hahn 7 die 52er. Und dafür gibt es bei Railsim Update, dass man eben halt auch die 52er mit originaler tiefer Pfeife fahren kann, mit Läutewerk, dass wenn man die Zylinderhähne öffnet, dass der Dampf nicht an die Seiten rausströmt, sondern nach vorne. Das ist zum Beispiel ein Update oder ein Patch, wo ich echt sage, Wahnsinn, da ziehe ich den Hut vor mir, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Richtig geil. Aber es gibt eben halt auch genug Leute, die wirklich dann, die sich einfach denken, sie haben Ahnung von Eisenbahnen und dabei, ja, haben sie noch nicht mal Ahnung, wie das Spitzsignal angeht, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und das finde ich einfach wirklich echt auf gut Deutsch beschissen. Ja, muss ich jetzt mal wirklich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt kommen wir wieder hier zurück zum Szenario. Hier wunderbar eine Zugbegegnung mit der S-Bahn München. Wahnsinn, richtig geil. Und ja, ich sag mal so, wenn ein Update rauskommt für eine Strecke, dann muss eben halt einfach gewährleistet sein, dass es wirklich funktioniert und dass da keine Probleme mit der Software entstehen. Und ja, das kann man eben halt als Drittanbieter nicht machen. Und ja. Ja, es gibt eben halt immer schwarze Schafe unter der Bevölkerung. Und es ist ja nicht nur mit Updates und Patches so. Gibt ja auch Strecken, die dann einfach ja verkauft werden. Und wenn man die dann fährt, dann ja. Dann erlebt man so welche Sachen wie zum Beispiel, dass die PZB-Magneten mitten im Gleis liegen. Ich meine, ist ja auch so in der Realität, ne? Ist ja jetzt so, die neuesten Fahrzeuge verfügen über Fahrzeugmagneten, die im Drehgestell eingebaut sind, zwischen Rad und Rad, also in Gleismitte. Und da liegen dann natürlich auch die Streckenmagnete. Schon klar. Genau. Ich hoffe, dass das jetzt keiner von euch glaubt. Das war Sarkasmus eben gerade. Ich sage es lieber vorsichtshalber, nicht, dass hier irgendwo jetzt jemand schreibt, stimmt das? Nein, stimmt das nicht. Die liegen immer noch rechts vom Gleis, am Signal, auf Höhe des Gleises. Da aber sollten sie liegen, zumindest in der Realität. Und jetzt kommen wir gleich auf das Streckenabschnitt mit 160. Richtig geil, hier nochmal ein schöner, jetzt links zu sehen, Abzweig der Strecke für die S-Bahn München, dass jetzt hier unabhängig die S-Bahn verkehren kann. Und wir dürfen jetzt hier feuerfrei 160, Regler voll auf, Maxi Power, ab geht die wilde Post. Festhalten, anschnallen, neue Runde, neues Glück, 1,50 Euro hier zusteigen. Ja, ich habe wirklich echt gute Laune. Ich denke mal wohl, das hört man an meiner Stimme. Es ist echt Wahnsinn. Dieses Szenario geht mit mir durch und durch und ich weiß ganz genau, dass ich jetzt gleich richtig ausflippen werde. Weil jetzt gleich ab Parsing beginnt dieses große Highlight. Und ich muss schon mal euch voraussagen. Ja. Ich übernehme keine Garantie für meine Wortwahl. Gleich ab den Abschnitt München-Parsing bis München, Hauptbahnhof. Weil es ist wirklich Wahnsinn. Es geht wirklich jedes Mal mit mir durch. Es ist total geil. Hier wurde sich wirklich richtig geile Mühe gegeben. Und ja, deswegen, da übernehme ich keine Garantie für meine Wortwahl. Es kann zu erheblichen Ausschreitungen meines Vokabulars kommen. Ja, Wahnsinn, hier gerade Wettrennen mit der S-Bahn, die ist gerade geschaltet und hier kommt eine entgegen, Wahnsinn, der Hammer, hier fängt es schon an, eine gleichzeitige Fahrt mit der S-Bahn München und dann kommt noch obendrauf eine entgegen,
Wahnsinn, richtig geil geteilt, getimed, nicht geteilt, getimed, auf die Sekunde genau wie ein Schweizer Uhrwerk, hier nochmal gesagt, das muss man einfach den Vergleich ziehen, wie ein Uhrmacher, der hier die Uhr einstellt, Feingefühl auf die Sekunde genau. Also mit dem Szenario, ein kleines Beispiel, kauft ihr nicht irgendeine 0815 Fidschi-Uhr, sondern eine wirklich richtig geile Rolex. Ja, den Vergleich mal so gezogen. Und ja, ich kann nur jedem das Szenario empfehlen. Das ist Wahnsinn. Und hier eine Zugbegegnung mit dem ICT. Wahnsinn geil. Hier auch richtig das kleine Detail. Mit Taufnamen und die Pantos sind richtig gesetzt. Und deswegen auch hier nochmal die Frage beantwortet, warum es, warum nicht so oft Szenarios rauskommen von Versystem. Ganz einfach, hier wird nicht nur einfach irgendein Szenario hingeklatscht, so nach dem Motto, hier Kunde hast du, kauf mal schön, ich bin reich und du hast den Scheiß, sondern hier wird wirklich drauf geachtet, auf das richtige Timing, es werden mehrere Probefahrten durchgeführt, meistens auch durch mich Probefahrten, weil einfach 4 Augen oder 6 Augen mehr sehen als 4 Augen, das sind ja 2 Leute, die hinter Versystem stehen und total geil. Echt Wahnsinn. Hier auch nochmal S-Bahn, die gerade in den Bahnhof reinkommt. Sie hat ein haltzeigendes Vorsignal. Es regnet immer noch. Ich hoffe, dass jetzt gleich vor Parsing der Regen aufhört. Und jetzt bekommen wir hier die 100 erwarten. Denn wir haben jetzt nur 3 Kilometer bis Parsing. Ja, Wahnsinn. Mein Wunsch wurde erhöht. Erhört. Es wird hell. Der Regen verzieht sich. So ist natürlich Sonnenschein. Wir erreichen in Kürze unseren nächsten fahrplanmäßigen Halt München im Parsing auf Gleis 3. Sie haben Anschluss an den nahen Fernverkehr der Deutschen Bahn sowie an der Münchner S-Bahn Süden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben. Der Aufstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Ja, und hier die Ankündigung unserer super tollen Lokführerin. Wir erreichen in Kürze den nächsten Halt München-Parsing und Leute, ihr könnt jetzt schon mal gespannt sein, was da alles passieren wird. Oh Leute, ich freue mich jetzt schon, richtig geil. Und das wird der Hammer. Also wirklich, wer jetzt abschaltet, dem kann ich nur sagen, ohne ihn jetzt zu nahe zu treten, ganz schön dumm. Wirklich, weil jetzt kommt das große, große Highlight. Wahnsinn, das Beste kommt zum Schluss. Ja, dieser Spruch existiert wirklich. Jetzt fahren wir hier in die Kurve und hier, oh, Wahnsinn, richtig geil. Kurz vorm Bahnhof München-Parsing, Wettrennen mit der S-Bahn, die uns natürlich voraus ist. Jetzt bekommen wir hier ein haltzeigendes Vorsignal. Das heißt also, die Ausfahrt aus dem Bahnhof München-Parsing ist uns noch nicht gewährleistet. Warum auch immer, lasst euch überraschen. Ich will euch nicht die Freude wegnehmen. Ja, Wahnsinn, richtig geil. Da taucht die S-Bahn wieder auf unserer Höhe. Wahnsinn, richtig geil. Der Hammer, einfach nur der Hammer. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das Szenario ist jetzt wirklich bis jetzt das beste Szenario, was Versystem rausgebracht hat. Es sind natürlich alle anderen Szenarios genauso in einer Top-Qualität, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn man dann einen Streckenabschnitt vor sich hat, was viergleisig ist, da wirklich Wahnsinn, richtig geil, was da geplant wird, gebaut wird und gemacht und getan. Und wir erreichen natürlich mit einer halben Sekunde Verspätung den Bahnhof Parsing, aber das macht überhaupt nichts. Das ist keine größere Auswirkung. Hier werden wir schon erwartet von einem ICE in Richtung München. Wir halten natürlich jetzt hier vorm Hauptsignal, so dass wir es noch sehen. Sollten wir zumindest, wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann machen wir die Türchen auf, hallo? Jetzt bekomme ich gerade die Tür nicht auf, das ist ja doof. Vielleicht hätten wir noch ein Stückchen vorfahren müssen.
kann natürlich sein. Manchmal hat da so Train Simulator seine Macken. Ja, gut, jetzt geht die Tür auf. Also da wirklich in München-Parsing, bitte beachten, wirklich bis ans Ende der Bahnsteigkante vorfahren. So, dass man gerade noch das Signal sieht. So, und jetzt werde ich mir noch vorher einen Schluck Cola reinzwiebeln, damit meine Stimme nicht versagt. Ja, und deswegen hier das rote Signal. Wir werden überholt von einem Güterzug, der sich jetzt hier über das Gleis vorfällt. München-Parsing, ja, geradezu schlängelt wie eine Schlange. Der Hammer, der Hammer. Einfach wirklich Wahnsinn. Mit offenen Güterwagen von DB Cargo zieht er hier an uns vorbei. Ich sehe gerade, wir haben noch ein paar Regentropfen auf der Windschutzscheibe. Die machen wir natürlich weg. Und Wahnsinn, Leute. Ich freue mich jetzt schon richtig auf die Ausfahrt hier. Das wird der Hammer. Der Hammer, sage ich euch. Der Hammer. So, und jetzt sehen wir schon, der ICE fährt hier ganz langsam los aus dem Bahnhof München-Parsing. Das werden wir natürlich auch gleich machen. Wir werden hier ganz in Ruhe und pianto rausfahren. Bringt ja jetzt nicht, wenn wir hier wie ein Bekloppter rausbrettern. Dann verpassen wir nämlich das Schönste. So, jetzt haben wir Abfahrt und wir haben jetzt hier schon eine doppelte Ausfahrt aus dem Bahnhof München-Parsing. Ja, Wahnsinn, richtig geil. Ziehen wir hier mit dem ICE raus. Richtig geil. Richtig geil. Der Hammer. Wir fahren natürlich hier ganz schön langsam. Wollen ja hier nichts verpassen. Da kommen wir lieber ein bisschen später in München Hauptbahnhof ran, aber sehen natürlich hier die doppelte Ausfahrt mit dem ICE aus dem Bahnhof München-Parsing. Und, oh, ich muss mich korrigieren, wir haben eine dreifache Ausfahrt, aus dem Bahnhof München-Parsing. Ich werd bekloppt, hier zieht die S-Bahn an uns vorbei. Wir können jetzt auch ein bisschen langsam hier beschleunigen. Wahnsinn, richtig geil. Der Hammer, Leute, der Hammer, glaubt mir, ey, Wahnsinn. Richtig geil, wie kann man sowas timen? Der Hammer. Jetzt können wir hier volle 120 fahren. Vielleicht, dass wir noch gleich halten mit der S-Bahn. Der Hammer, der blanke Wahnsinn hier. Haha, geil. Leute, geil. Echt, Wahnsinn. Oh, fahren wir mal 1, 2, 3 km/h zu schnell, dass wir hier schön aufholen. Jetzt verschwindet der ICE nach links. Und wir ziehen jetzt hier schön mit der S-Bahn München vor. Und ja, Wahnsinn, unter der Brücke kommt der ICE wieder zum Vorschein. Wahnsinn, richtig geil. Jetzt geht's hier weiter mit der doppelten Fahrt. ICE, wir, ach Quark, was sage ich, eine dreifache Fahrt mit dem Güterzug, der jetzt gerade hier vom ICE total abgelost wird. Haha, total geil. Der blanke Wahnsinn hier, der blanke Wahnsinn, Leute. Echt, der Hammer. Der Hammer, wirklich. Wahnsinn. Richtig geil. Und hier, da wird das fast zum Überlaufen gebracht. Hier kommt uns noch ein schöner IC entgegen. Ja, Wahnsinn, Mensch, meine Fresse. Fick doch die Hände, was ist denn hier los? Der Hammer, der Hammer hier. Jawohl, und hier noch eine S-Bahn. Alter Schwede, ich werd bekloppt, werde ich hier. Ich glaube, dieses Szenario werde ich noch 10-mal fahren. Ach, was sage ich? Ich werde es ganz oft fahren. Am liebsten würde ich es jetzt gleich nochmal neu fahren. Der Wahnsinn hier. Das ist kaum noch zu toppen.
Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, so wie ich Fair System einschätze, haben sie es Tatsache geschafft und werden das ganze Ding nochmal toppen. Wahrscheinlich wohl noch mit einer weiteren Zugkreuzung. Ich habe echt Wahnsinn, keinen blassen Schimmer, denn das Szenario wurde ja nochmal nach dem Beta-Test nochmal verändert. Also von daher, ja, ist das jetzt selbst eine kleine Überraschung für mich. Ja, wunderbar, was sage ich? Fair System hat es geschafft, das ganze Fass nochmal zum Überlaufen zu bringen. Hier kommt uns doch der Nürnberg-München-Express durch und, wir haben halt erwarten. Und jetzt doch ein bisschen arg runterbremsen. Wahnsinn, vor lauter Vorfreude habe ich es total vergessen hier, dass wir jetzt hier ein halt zeigendes Hauptsignal bekommen. Aber das kriegen wir natürlich im Griff. Ja, Wahnsinn hier. Richtig geil. Hier kommen Züge Schlag auf Schlag entgegen. Eine gleichzeitige Fahrt mit dem ICE. Und da vorne schon, das haltzeigende Signal. Ups, ja. Schaffen wir. Kriegen wir in den Griff. Mit der Pneumobremse ist das kein Thema. Was sage ich hier? Auf 30 km/h runtergebremst. Da können wir jetzt, zack. So, und jetzt hier ganz schön gepflegt. Am roten Signal anhalten. Ja, cool. Auch hier rechts zu sehen ein schöner Sonderzug. Mit einer blauen 110 davor, wo jetzt gerade das Signal davor ist. Oh, da stockt gerade der PC ein bisschen. Oh, lieber PC, tu alles, aber bloß kein Dampffehler. Nein, unser PC, mein PC ist hier ganz artig. Kriegt ein schöner Streichler für. Und Bussi. Und ja, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit am roten zeigenden Signal, um hier nochmal kurz eine Zigarette auf diesen Schock hier mit der doppelten Fahrt und dem ganzen KI-Verkehr muss ich jetzt erstmal eine rauchen. Das ist, das war zu viel für meine gute Seele. Ja, Wahnsinn, echt super geil. Das ist, ja, weiß ich nicht. Wäre es ein Horrorfilm, wäre es der beste Horrorfilm, würde von mir 10-mal den Bambi verliehen bekommen. Aber, weiß ich nicht, gibt's eigentlich ein Bambi für Szenarios? Gibt's das? Wenn ja, ich schlage Fair System vor, so für die nächsten 10 Jahre Bambis zu gewinnen. Hier, wunderbar, eine Ausfahrt mit dem ICE hier hinterm Sonderzug. Und, ja, da kommt uns noch eine Hamsterbacke entgegen. Die versperrt uns die die Einfahrt, Entschuldigung. Ich komme hier schon total durcheinander. Ja, Wahnsinn, echt geil hier. Züge, Schlag auf Schlag, wirklich wie in der Realität. So, jetzt haben wir Einfahrt erwarten. Ja, die Pneumobremse braucht ein bisschen, um sich zu regenerieren, also um auszulösen, komplett. Ja, Wahnsinn hier. Zugbegegnung mit der Hamsterbacke. Einfahrt mit 40. Ja, Wahnsinn, habt ihr das eben gerade gesehen? Der Blitz eben gerade von der Oberleitung. Einfach der Hammer, wirklich total geil. Hier wunderschön, hier links rechts neben uns. Ich komme schon durch total durcheinander hier. Rechts neben uns der Sonderzug mit der blauen 110. Den werdet ihr dann natürlich auch im zweiten Teil sehen. Aber ich verrate noch nicht wo und wann und wie. Verehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze unser Ziel und Endbahnhof München Hauptbahnhof auf Gleis 27. Sie haben Anschluss an einen ICE 518 um 11.30 Uhr vom Gleis 14 nach Dortmund Hauptbahnhof. An einen RE 57 108 um 11.36 Uhr von Gleis 17 nach Ulm Hauptbahnhof. Und an einen EC 87 um 11.38 Uhr vom Gleis 13 nach Santa Lucia. Für weitere Anschlussmöglichkeiten achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Im Namen des gesamten DB Regio Teams möchte ich mich von Ihnen verabschieden und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Der Aufstieg ist in Fahrtrichtung links. Ja, wunderbar. Hier kommt nochmal das Beste auf den Besten. Eine wunderschöne Ansage von der netten Lokführerin Ann-Kathrin, die gerade frisch ihre Ausbildung bei der Bahn abgelegt hat. Also hier im Spiel, nicht in der Realität. Und hier auch noch gleichzeitig eine Ausfahrt mit dem ICE aus dem Bahnhof München. Und wir fahren jetzt hier schön langsam in den Bahnhof München auf Gleis 27 rein. Muss mich jetzt nochmal kurz zusammenreißen hier vor Vorfreude, damit ich nicht jetzt auf dem Prellbock zu doll drauf fahre. Wir müssen natürlich hier schön zeitig anhalten. Und ja.
fahren wir ein bisschen zu schnell. Da hat eben gerade der PC noch ein bisschen rumgeharrt, ein bisschen gestottert. Der freut sich natürlich auch, dass er sowas zeigen darf, der PC. Deswegen kriegt er sich kaum ein. Ja, wunderbar, hier nochmal eine Hamsterbacke links und rechts, schöner ICE. Und wenn wir gleich angehalten haben, bitte noch nicht abschalten, denn es gibt noch ein paar wunderschöne Ansagen zu hören, die wirklich echt gut sind. Und ja, total geil. Wirklich der Wahnsinn, das Szenario. Wahnsinn, wirklich. Also echt der Hammer. Ich bin baff. So, jetzt halten wir hier schön vorm Prellbock an. Zwar nicht zu dicht und auch nicht zu nah. So, dann machen wir die Tür schon auf. Wir haben unseren Ziel- und Endbahnhof München Hauptbahnhof auf Gleis 27 erreicht. Dieser Zug endet hier. Weiterfahrt dieses Zuges ist um 11.45 Uhr nach Garmisch-Partenkirchen. Genau, richtig erkannt von der Lokführerin. So sieht's aus. Weiterfahrt um 11.45 Uhr. Dann im zweiten Teil. Meine Damen und Herren, bitte lassen Sie Ihr Hand- und Reisegepäck nie unbeaufsichtigt. Wenn Sie unbeaufsichtigte Taschen feststellen, informieren Sie bitte unverzüglich das Bahnpersonal oder die Polizei. Vielen Dank. Safety information. Ladies and gentlemen, please do not leave your baggage unattended on the station. If you notice any unattended bags, please inform a member of station staff or the police. Thank you. Ja, und wir warten jetzt noch auf die Bestätigung, dass das Szenario beendet ist. Und ey, Leute, wirklich Wahnsinn. Also mein Fazit, was ich zu diesem Szenario zu sagen kann, ist echt, es ist wirklich wieder ein gelungenes Szenario von Fair System. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und es ist echt Wahnsinn, ja. Und ich kann wirklich nur sagen, dass das Beste kommt zum Schluss, ja. Total Hammer. Und ich freue mich wie ein kleines Kind mit einem neuen Bagger in der Sandkiste auf das zweite Szenario. Zweiten Teil fahren wir dann von München nach Garmisch-Partenkirchen. Und jetzt hier den Schlusssatz. Gut gemacht. Haben jetzt 15 Minuten Pause und fahren als RB 5421 zurück nach Garmisch-Partenkirchen. Abfahrt ist um 11.45 Uhr. Fortsetzung im zweiten Teil. Und damit würde ich mich dann auch gerne von euch verabschieden. Ich hoffe, das Letztest hat euch gefallen. Und ich konnte euch die Entscheidung ein bisschen leichter machen, ob ihr das Szenario kauft oder nicht. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist sehr gut. Es ist wirklich gelungen. Fair System hat sich da wieder ganz schön Mühe gegeben. Und ja, ich freue mich dann darauf, im nächsten Let's Test euch wieder das Neueste aus dem Werk Fair System zu präsentieren. Dann mit dem zweiten Teil nach Garmisch-Partenkirchen, auch mit der Hamsterbacke. Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiedersehen!